Wenn wir diese Anbauverhältnisse, wie sie sich in Deutschland widerspiegeln, insgesamt bewerten, dann muss man klar sagen, dass wir eine sehr geringe Kulturartenvielfalt mit engen und getreidelastigen Fruchtfolgen vorfinden. Die optimale wirtschaftliche Fruchtfolge lässt sich unter Gesichtspunkten der Risikobewertung durchaus berechnen. Welche Fruchtfolge ist die wahrscheinlich beste im Vergleich oder mit welchem Risiko ist eine Fruchtfolge optimal? Man sieht schon diese traditionelle Fruchtfolge Raps, Weizen, Gerste. Selbst bei 1:2,2 im Verhältnis zum Weizen ist in vielen Fällen ist schwächer als die vierfeldrigen Fruchtfolgen. Aber meine Ackerbodenfruchtfolge kann im Prinzip mithalten. Ja, haben die neuen Kulturen in den Betrieb eingebaut, ohne dass wir jetzt konkret schon wussten, wohin wir sie vermarkten. Und das Besondere ist, dass jetzt eben bei der Sojabohne die Vermarktung jetzt sich aufgebaut hat, der Toaster sich etabliert hat und wir dann entsprechend dann in unserer Region auch die Verarbeitung haben. Heimische Körnerleguminosen werden in der Humanernährung immer wichtiger. Eiweiß statt Kohlenhydrate gebe ich hier als Stichwort. Die Informationsbeschaffung ist das Wichtigste, dass ich Netzwerke mir aufbaue von Gleichgesinnten, dass ich mal in andere Regionen fahre zu Landwirten, die das schon anbauen. Also ich habe eigentlich hauptsächlich mitgenommen, dass der Herr Mohr bestätigt hat auf Problemstandorten, dass ich da durchaus mit diesen weiten Fruchtfolgen pari sein kann mit engen Fruchtfolgen.